Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir aus Patch 10.1.7 bekommen haben und zwar wieder ein Berufs-Achievement, einmal unter Berufe und Schmiedekunst und hier haben wir das Achievement Sengende Flammen des Hasses und dafür müssen wir Folgendes machen, stellt die Kriegsklingen der Hakari wiedergeboren erfolgreich her. Und ja, das ist, klingt ein bisschen einfacher, als es tatsächlich ist, denn wir müssen ein paar Schritte absolvieren, um dahin zu kommen. Als allererstes braucht ihr natürlich einmal das Rezept. Das ist hier unter Classic einmal drin, Kriegsklingen der Hakari wiedergeboren. Und die Materialien, die ihr hier braucht, die könnt ihr alle mal kaufen. Also das ist kein Stress. Auch das Rezept könnt ihr theoretisch mal kaufen, aber ihr könnt es nur an einer ganz bestimmten Stelle craften. Was ihr am besten machen solltet, ihr solltet als allererstes das alte Zul'Gurub freischalten, beziehungsweise das alte Händlersystem im Endeffekt, wo ihr quasi Sachen aus dem ursprünglichen Zul'Gurub bekommen könnt. Dazu hatte ich schon einen Videoguide quasi erstellt, den werde ich euch einfach verlinken. Und ja, sobald ihr das gemacht habt, ist es so, dass ihr von den kompletten NPCs, beziehungsweise auch von den Bossen, verschiedene Tokens kriegt. Es gibt einmal grüne und einmal blaue. Und diese benötigt ihr wiederum, um dann so kleine Häufchen aufzumachen. Hinter jedem Boss ist einer. Und dort könnt ihr dementsprechend dann Rezepte rausloten. Ich werde euch das Video verlinken, wo ich quasi euch das komplett schon mal gezeigt habe, wie dieses ganze Craft-System funktioniert. Falls ihr das kennt, braucht ihr das nicht gucken. Da könnt ihr das Rezept rauskriegen oder ihr kauft das Rezept einfach im Auktionshaus. Das ist euch überlassen. Sobald ihr das Rezept habt, ist es so, dass ihr einmal zwei Sachen benötigt. Und zwar, vielleicht habt ihr das schon ausprobiert, ihr könnt es zwar überall herstellen an dem Amboss, aber das geht nicht gut aus, sagen wir es mal so. Ihr müsst es nämlich an einer ganz bestimmten Stelle herstellen. Und zwar müssen wir hier in Zul'Gurub zum Hort des Wahnsinns. Der ist hier oben, ne? Und dort brauchen wir jetzt verschiedene Sachen. Wir können nämlich einmal, wenn wir hier diese Freischaltung für Zul'Gurub quasi schon erledigt haben, ein Toy hier looten. Das liegt hier bei dem Altar in der Nähe. Und das ist einmal die Kohlenpfanne des Wahnsinns. Auch dazu habe ich schon mal ein Video erstellt. Und die benötigen wir jetzt. Also, Zul'Gurub Freischaltung habt ihr gemacht, die Kohlenpfanne habt ihr. Und jetzt brauchen wir noch einen Trank. Und zwar Mocho der Guribashi. Das kann den Eichi herstellen. Und das Rezept gibt es auch hier an dem Hort des Wahnsinns, auch an diesem Altar dran. Aber das könnt ihr auch im Haar kaufen. Ne? Und jetzt stellt ihr quasi an dem Altar einmal die Kohlenpfanne auf. Und dann trinkt ihr quasi an der Kohlenpfanne am Altar hier das Mocho. Und jetzt kriegen wir einen Buff drauf. Dem Wahnsinn erlegen. Und mit dem Buff können wir dann quasi das Teil bauen. Ja? Also jetzt geht er her und könnt dann hier einmal das Ding bauen. Wir brauchen nämlich hierfür Kohlenpfanne des Wahnsinns und Schmiedehammer und diesen Buff, den Wahnsinn erlegen. Und jetzt braucht ihr nur noch die Materialien und könnt das ganze Ding bauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Wenn ihr es irgendwo anders versucht zu bauen, passieren witzige Sachen. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren. Das geht da nicht so gut. Und ja, dann kriegt ihr quasi am Ende das Achievement und habt eure Waffe. Die sind sogar Battle.net-Account-weit, also ihr könnt die auf anderen Twinks schicken, um die dementsprechend zu erlernen, falls ihr das T-Mog quasi hiervon noch haben wollt. Gut, ich werde euch, wie gesagt, die anderen Videos noch verlinken, falls ihr jetzt die Freischaltung bzw. das Craft-System hier aus Zul'Gurub nicht kennt. Da wird das dann nochmal ein bisschen genauer erklärt und dann könnt ihr euch eventuell auch das Rezept selber farmen, wenn ihr das quasi nicht im Auktionshaus kaufen wollt. Das war's mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.